Der FC Hennef und Cosmos Bonn. Der eine Mittelrheinligist, der andere aus der D-Klasse. Beides Amateurmannschaften, die aber unterschiedlicher nicht sein könnten. Viermal pro Woche trainiert der FC Hennef, das Team von Marco Bäumer. Alle Übungen sind strukturiert, um die Spieltaktik des Wochenendes zu trainieren. Gegner-Scouting gibt es selbst hier aber nicht. Wir leben eher daher, dass der Gegner sich nach uns richten soll und wir halt ein, zwei Sachen anreißen, wie der Gegner spielt, aber grundsätzlich reden wir bei uns sonntags vorm Spiel und in der Woche und nicht über den Gegner. In Hennef ist vieles professionalisiert. Vor einem Spiel wird sogar angespitzt. Vorgaben für die Bettruhe hingegen gibt es nicht. Also ich habe noch nie einen Spieler angerufen. Ich war auch noch nie auf Bützen Smart oder am Siegburger Stadtfest hinterm Zelt gestanden, habe Spieler beobachtet, habe auch noch nie in irgendeiner Weise einen losgeschickt. Wer sonntags hier auf dem Platz steht und bringt seine Leistung, der kann von mir samstags abends machen, was er will. Bei Cosmos Bonn weht ein etwas anderer Wind. Fußball ist ausschließlich Hobby. In den letzten Jahren hat sich aber auch hier ein bisschen etwas verändert. Ja, wir haben in den vergangenen Jahren haben wir häufig einfach so gekickt und wir versuchen seit der vergangenen Saison aber das so ein bisschen zu professionalisieren. Also in die Richtung, dass wir den Anspruch ein bisschen erhöhen in dem Bereich und auch wirklich so an den Basics arbeiten, ein bisschen konditionelle Sachen machen, halt das, was unser Körper so zulässt. Technische Defizite werden durch Einsatz kompensiert. Wir sind alle beim Fußball gucken besser als beim Fußball spielen. Aber man möchte sich ja trotzdem noch körperlich bewegen und wir wollen uns dann auch im Wettkampf da einfach stellen, den jüngeren Leuten, denen vielleicht auch mal zeigen, wie es vielleicht auch geht. Obwohl sich die Abläufe beider Teams stark unterscheiden, geht es am Ende doch um dasselbe, Fußball.